Hallo, das ist ein Optimus Bootskocher made in Sweden. Der funktioniert mit Petroleum. Ist schon ein bisschen älteres Stück. Man merkt sofort Bootskocher, weil er diese verstellbaren Topfhalter hat und auch die ganze Ausführung in Edelstahl ist, rostfrei eben für Boote. Vorne die Bedienelemente, die Handpumpe. Linker Brenner, rechter Brenner und diese zwei Vorwärmbrenner. Den Rost kann man nach hinten klappen, aber nicht runternehmen. Hier ist der Einfüllstutzen. Da muss eben Petroleum rein. Wichtig, kein Duftpetroleum oder solche färbigen Brennstoffe, wirklich nur klares Petroleum so rein wie möglich. Wenn es für Katalytofen und für Lampen geeignet ist, ist es in Ordnung. Der Tank von dem Kocher fasst 2 Liter. Ich würde ihn aber nur so mit einem bis 1,5 Liter vollfüllen, also nicht ganz vollfüllen. Es gibt jetzt mal 1 Liter rein. Eben klares Petroleum, nichts anderes. Kein Benzin, logischerweise. Auch kein Diesel. Dann der Verschluss hat hier ein Sicherheitsventil. Das immer überprüfen, am besten mit schwacher Druckluft reinblasen und schauen, ob es öffnet. Gut verschließen, dass er Druck hält. Obwohl das jetzt ein Optimus-Kocher ist, steht hier oben Optimus und Primus. Also beide bekannten Kochermarken. Und der hat jetzt hier und hier einen Vorwärmbrenner. Zuerst mal pumpen. Pumpe da jetzt mal 20 Stöße. Je weniger Brennstoff drinnen ist, desto mehr muss ich pumpen, damit ich den gleichen Druck erziele. Ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, vielleicht waren es auch mehr als 20. Dann natürlich beide Brenner müssen zu sein. Dann hier, das ist der Vorwärmbrenner. Flamme reinhalten und rausziehen. Der wärmt jetzt den Brenner vor. Ich zeige es einmal jetzt nur beim linken Brenner. Jetzt muss ich so lange warten, dass der Brenner so heiß ist, dass das Petroleum verdampft und gasförmig wird. Man kann eigentlich nicht zu lange anheizen. Ich kann auch zum Anheizen kann ich mal den Rost weggeben. Dann sieht man es besser und der Verlust dann auch nicht so. Das Anheizen mit dem Brenner hat den großen Vorteil, ich brauche keinen extra Brennstoff. Hat den Nachteil, ich muss eben vorpumpen und es verrußt den Brenner unten etwas. Das ist nicht ganz so sauber wie mit Spiritus vorheizen. Jetzt warte ich mal noch eine Minute. Wenn ich merke, dass die Flamme schwächer wird, muss ich pumpen. Nur noch ein bisschen, vielleicht 1,5 Minuten gesamt. So, jetzt habe ich das Gas aufgedreht und mache den Brenner zu und man sieht schon, es brennt.
Wenn jetzt keine blaue Flamme kommt, sondern eine starke gelbe Flamme, ist das ein Zeichen dafür, dass der Brenner noch nicht heiß genug war. Dann am besten abdrehen und nochmal den Vorweinbrenner starten. Und am Anfang mal auf großer Flamme ein bisschen brennen lassen, dass sich die Temperatur schön stabilisiert. Jetzt sieht man den Brenner besser. Und jetzt kann ich ihn mit Rechtsdrehung auch schön einregulieren. Und wenn jetzt wenn er nicht schön brennt, dann kann ich mit einer Drehung ganz nach links die Düse reinigen. Da ist so eine kleine Nadel, die dann von unten durch das Loch der Düse stößt und eventuelle Rückstände rausstößt. Dabei geht meistens die Flamme aus. Also, dann muss ich es nochmal zünden. Und zum Abdrehen einfach nach rechts drehen. Dann alternativ dazu kann ich mit Brennspiritus vorheizen. Da reinfüllen. Das war, naja, das war eigentlich schon zu viel. Anzünden. Das sieht. Wenn ich mit Spiritus vorheize, ist es viel sauberer, da verrußt nichts. Ich muss dann auch nicht so viel pumpen, weil ich nicht so den Druck verliere. Und mit der Menge, dass dieser untere Topf da gefüllt ist, also hier bis zu der Kante gefüllt ist, mit der Menge reicht es zum Vorheizen. Jetzt warte ich einfach, bis das verbrannt ist oder bis ganz kurz vorm Verbrennen ist und dann drehe ich erst das Gas auf. Im Betrieb am Boot würde ich das nicht mit Spiritus machen, weil einfach die Gefahr ist mit einem sehr leicht entzündlichen Brennstoff, dass man das Boot abfackelt. Da würde ich wirklich nur diese Vorweinbrenner verwenden. Im Bootsbetrieb hat Petroleum den großen Vorteil, dass Petroleum, wenn es ausrinnt, nicht brennbar ist. Also zumindest nicht so wie Benzin. Natürlich, wenn ich jetzt ein Fetzen, ein Tuch getränkt habe mit Petroleum, dann wirkt das wie ein Docht und wie eine Fackel, dann wäre es schon brennbar. Ist aber im Vergleich zu Benzin ein sehr sicherer Brennstoff. Auch sicherer als Gas, weil Gas, wenn es undicht ist, kann es austreten und ja, zu einem explosiven Gemisch führen in der Luft. Jetzt ist der Spiritus gleich verbrannt. Und so viel zu dem Optimus Bootskocher. Großer Vorteil von einem Petroleumkocher ist, mit einer Tankfüllung brennt er sehr, sehr, sehr viele Stunden. Er verbraucht viel weniger Brennmaterial als ein Gaskocher. Deutlich sicherer als ein Spiritus- oder Gaskocher. Und wenn man ihn richtig betreibt, dann stinkt er auch kaum. Und der rechte Brenner, der brennt etwas schöner wie links. Ideal ist, wenn überhaupt keine gelben Anteile sind, sondern wirklich nur blaue Flamme. Die bringt die meiste Hitze und verschmutzt nicht den Topfboden.